So, wer auf den Dienstpredigtplan geschaut hat, der wird gemerkt haben, dass wir heute das Thema Erziehung haben. Ja, das Thema lautet buchstäblich David als König ein Hero, als Vater ein Zero, Fragezeichen, Prinzipien für eine gelungene Kindererziehung. Und ich gebe von vornherein zu, dass es kein einfaches Thema ist. Ich weiß nicht, ob ich die Legitimation habe, über Erziehung zu sprechen. Ich maße mir nicht an, ein Erziehungsexperte zu sein, geschweige denn ein Vater zu sein, der Erziehung perfekt gestaltet. Aber ich habe mich an die Füße Jesu gesetzt und ich sage, Herr, lehre uns. Was denkst du über Erziehung? Wie siehst du das? Und was hast du das vorgenommen? Wir wollen von dir lernen. Und Erziehung überhaupt ist eines der schwierigsten Themen überhaupt. Wenn du Ingenieur werden möchtest, kannst du eben zur Universität gehen, dann lernst du. Wenn du Bäcker werden möchtest, dann machst du halt eine Ausbildung, 2-3 Jahre, dann bist du ausgebildeter Bäcker, dann weißt du, wie der Beruf läuft. Aber es gibt keine Schule für Elternschaft. Es gibt keine Elternführerschein. Und das ist schwierig. Es gibt auch kaum Bücher, die so alltagstauglich sind, dass wir sie an die Hand nehmen können, zu sagen, so, jetzt weiß ich, wie Erziehung geht. Dennoch ist es ein wichtiges, zentrales Thema. Und Erziehung kann auch eine echte Herausforderung sein manchmal. Manchmal sind Kinder schwierig. Weiß jemand das? Also Kinder können wirklich dich an deine Grenzen bringen. Und Kinder können dich sogar dahin bringen, dass du über deine Grenzen hinausgehst. Dass du Dinge tust und sagst, was du gern oder die du gern nicht gerne gesagt hättest oder getan hättest. Und Kinder oder Erziehung kann eine richtige Belastung sein für Eltern und für Familien. Und viele Eltern und viele Familien wissen nicht, wohin mit ihren Erziehungsfragen. Aber wir wollen heute sehen, dass Gott Antworten hat. Eine Predigt wird nicht reichen, auch nicht zwei, nicht drei. Aber ich denke, am Anfang dachte ich, wir machen das in eine Predigt, aber am Ende werden es mindestens zwei Teile werden. Und wir wollen eben einige Fragen nachgehen. Aber vorab möchte ich sagen, ob Erziehung gelingt oder nicht, hängt ein Stück davon ab, was für eine Erziehung ich selber von meinen Eltern bekommen habe. Wenn meine Eltern ihre Arbeit gut gemacht haben, dann habe ich gute Staatsbedingungen oder bessere Staatsbedingungen. Wenn meine Eltern ihre Arbeit nicht gut gemacht haben oder nicht gut machen konnten, dann fällt es mir entsprechend schwerer, selber ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein. Was ist denn überhaupt der Gedanke Gottes über Erziehung? Warum ist überhaupt Erziehung notwendig für einen Menschen, auch im Rahmen eines demokratischen Landes wie Deutschland? Und wie kann gute Erziehung gelingen? Welche Fehler oder gängigen Fehler werden in Erziehung gemacht? Solche Fragen wollen wir erörtern in dieser, vielleicht auch in der nächsten Predigt. Ich muss zuerst sagen, am Anfang war der Gedanke Gottes, dass der Mensch die Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllen sollte. Er schafft die Erde und er setzt den Menschen und gibt ihm die Vollmacht oder die Verantwortung für die Erde. Der Mensch sollte die Herrlichkeit Gottes auf der Erde verbreiten. Der Mensch sollte nach dem Willen Gottes leben. Der Mensch sollte Gott lieben, Gott anbeten und für ihn leben. Der Mensch sollte ein Spiegel des Wesens Gottes sein. Er schuf sie als Mann und Frau, als Ich und Isha, als männlich und weiblich nach seinem Ebenbild. Und Gott wollte, dass dieses Ebenbild mitten unter uns ist und dass dieses Ebenbild auch unser Miteinander prägt. Aber wir müssen auch anmerken, dass Gott nicht gleich mehrere Milliarden Menschen schuf. Er schuf zunächst einen Mann und eine Frau, zwei. Und diese sollten sich vermehren und die Erde füllen durch ihre Nachkommenschaft. Und Gottes Plan war, dass das, was die Adam und Eva von Gott empfangen haben, sie sollten das weitergeben, weiterreichen. Dieses Ebenbild Gottes sollte sich vervielfältigen durch Adam in den anderen Menschen, die durch sie in die Erde kommen sollten. Seid ihr noch mit mir? Gott wollte, dass die Menschen voneinander lernen, dass sie lernen, wie Gott ist, wie Gott will, dass wir leben. Wir sollten eben
übertragen, übergeben, was wir empfangen haben. Das ist Erziehung. Das hilft uns ein bisschen, den Begriff Erziehung zu formulieren. Und ich habe einen Begriff, eine Definition von einem Erziehungsexperten gefunden, der heißt Klaus Hugelmann. Und er definiert Erziehung als die soziale Interaktion zwischen Menschen, bei der ein Erwachsener planvoll und zielgerichtet versucht, bei einem Kind unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der persönlichen Eigenart des Kindes erwünschtes Verhalten zu entfalten oder zu stärken. Es ist der Bestandteil, bei dem von Erwachsenen versucht wird, bewusst in den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern einzugreifen, mit dem Ziel, sie zu selbstständigen, leistungsfähigen und verantwortungsvollen Menschen zu bilden. War schwierig, ne? Zugegeben. Aber ich mache es einfach. Der Hugelmann gibt uns hier eine idealisierte Definition oder Sicht von Erziehung. Wenn alles gut läuft, wenn alles perfekt läuft, dann ist das Erziehung. Aber er sagt, Erziehung ist etwas, was beabsichtigt wird. Ich greife bewusst und beabsichtigt in die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes ein als Erwachsene und möchte ein bestimmtes Verhalten hervorrufen in diesem Menschen. Ich möchte aus diesem Menschen einen verantwortungsvollen Menschen machen und ich berücksichtige auch sogar die Eigenart und die Bedürfnisse dieses Kindes. Also Erziehung als zielgerichtetes Handeln. Das läuft aber nicht immer so. Vielen Menschen, den meisten Menschen ist es nicht bewusst, dass Erziehung etwas ist, was man mit Absicht machen kann. Aber Fakt ist, ob wir Erziehung mit Absicht machen oder ohne Absicht, Fakt ist, Erziehung hat eine Prägung. Erziehung hat eine Wirkung auf die Menschen, auf die Kinder, die Gott uns anvertraut haben. Und dein Verhalten, deine Erziehung wird dein Kind prägen. Dein Kind wird mit großer Wahrscheinlichkeit das werden, was du aus ihm durch deine Erziehung gemacht hast oder nicht gemacht hast. Du hast die Möglichkeit als Vater, als Mutter, maßgeblich dein Kind zu beeinflussen, seine Persönlichkeit zu beeinflussen und das zu beeinflussen, was einmal aus ihm werden soll. Mir ist natürlich bewusst dabei, dass andere Faktoren bei der Persönlichkeitsentwicklung oder dem Lebensverlauf eines Menschen eine Rolle spielen. Aber Erziehung spielt eine maßgebliche Rolle in der Entwicklung eines Menschen. Und wir können uns nicht aus der Erziehung, aus der Verantwortung rausnehmen. Wir können nicht nicht erziehen. Das geht nicht. Du erziehst so oder so, ob mit Absicht oder ohne Absicht. Du kannst nicht nicht erziehen. Erziehung kann aber auch positiv gesehen werden als ein Vorrecht. Ein Vorrecht, das Gott uns gegeben hat, seine Mitarbeiter zu sein, seine Kollaborateure zu sein, um seine Pläne im Leben von Menschen in Erfüllung zu verhelfen. Das ist ein Vorrecht. Es ist ein delegiertes Vorrecht, das Gott uns gibt. Er gibt uns Autorität zu prägen, Autorität mitzuformen, mitzuentscheiden, was aus einem Menschen werden soll. Das ist eigentlich göttliche Aktivität, göttliche Zuständigkeit. Aber er nimmt uns als Eltern mit hinein und überträgt uns diese Möglichkeit. Erziehung ist Ausdruck davon, dass Gott uns diese Kreativität gegeben hat. Amen. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst, was für einen Einfluss sie auf ihre Kinder haben. Und wir sehen in der Bibel, in Sprüche 22, Vers 6, wie weitreichend unsere Erziehung sein kann im Leben eines Menschen. Da heißt es, erziehe dein Kind schon in Jugendjahren. Es wird die Erziehung nicht vergessen, auch wenn es älter wird. Die Bibel sagt hier, was viele Psychologen erst später entdeckt haben. Die Grundlage für das Erwachsenenleben eines Menschen wird in der Kindheit gelegt. Er sagt, wie du ein Kind im jungen Alter erziehst, so wird sehr wahrscheinlich, das wird aus diesem Menschen später. Er sagt, erziehe dein Kind schon in jungen Jahren.
Es wird die Erziehung nicht vergessen, auch wenn es älter wird. Du hast Macht als Vater. Du hast Macht als Mutter. Aus deinem Kind kannst du ein Monster machen. Aus deinem Kind kannst du ein Hero, ein Held, einen Helden machen. Diese Möglichkeit haben wir. Und ich staune auf, wenn in den Medien etwas passiert ist, ein Verbrechen passiert ist, und dann wird darüber berichtet und der Verbrecher kommt vor Gericht. Und ich staune darüber, dass kaum ein Wort verloren wird über die Verantwortung der Eltern für das, was aus diesem Menschen geworden ist. Denn oft liest du, das Kind wurde der Mann wurde als Kind missbraucht oder vom Vater verlassen oder der Mann hat keinen Kontakt zum Vater seit 20 Jahren. Oft ist es so, dass irgendwas in der Kindheit dieses Menschen schiefgelaufen ist. Aber niemand hinterfragt das. Und das überrascht mich enorm. Der Wille Gottes ist, dass Erziehung gut läuft. Der Wille Gottes ist, dass die Familie ein Ort auf Erden ist, wo der Himmel nachgespiegelt wird oder nachgespielt wird. Familie soll eben in der Vorstellung Gottes ein Schatten des Himmels sein, ein Ort, wo Göttlichkeit ausgestrahlt und wieder gespiegelt wird. Gott hat Familie sich ausgedacht als ein Ort, wo Menschen Liebe empfangen, wo Menschen Fürsorge empfangen, wo Menschen Schutz empfangen, wo Menschen Würde oder Würdigung empfangen, wo Menschen Geborgenheit, Versorgung, Bildung, Orientierung und alles, was gut ist, empfangen. Familie soll ein Ort sein, wo Himmel gezüchtet wird, sozusagen, wo im Himmel kultiviert wird. Und das Ziel Gottes von Anfang an durch Erziehung war, dass die Kinder durch die Beziehung zu ihren Eltern Gott oder die Göttlichkeit erfahren. Dass sie an Gott herangeführt werden durch die Beziehung mit ihren Eltern. Gott ist ja, kann man nicht sehen. Eltern kann man sehen, man kann sie anfassen, man kann mit ihnen reden. Und es ist umso schwieriger für einen Menschen, Gott zu erleben. Einen Gott, den er nicht sieht, den er nicht anfassen kann. Und das ist die Weisheit Gottes, dass er so eine Art Ebenbild geschaffen hat. Und sein Ziel war, dass die Menschen auf dieses Ebenbild schauen, dass die Kinder auf das Ebenbild schauen und eine ungefähre Vorstellung dessen haben, was Gott ist oder wie Gott ist. Könnt ihr mir folgen? Es ist zu abstrakt. Halleluja. Deswegen ist unser Gottesbild maßgeblich geprägt von unserer Beziehung zu unseren irdischen Eltern. Schon gewusst. Wie dein Vater ist oder war, wie deine Mutter ist oder war, vor allem die Väter, die beeinflussen die Beziehung der eigenen Kinder mit Gott. Gott wollte, dass die Kinder zuerst sein Ebenbild in den Eltern sehen und sich langsam daran gewöhnen und an Gott langsam herangeführt werden. Deswegen ist es für Menschen schwierig, die aus einer Familie kommen, die nicht harmonisch gelaufen ist. Es ist für sie schwierig, Zugang zu Gott zu haben. Und das ist meine Erfahrung. Ich bin jetzt schon seit 24 Jahren gläubig und ganz viel in Seelsorgearbeit unterwegs. Und das ist meine Erfahrung immer wieder, wenn Leute erzählen, ich kann nicht anbeten, ich kann nicht mit Gott reden, ich kann keine Intimität mit Gott haben. Dann wirst du in den meisten Fällen erleben, dass diese Menschen auch mit ihren Vätern, mit ihren Müttern Schwierigkeiten hatten in ihrer Beziehung. Das ist eine große Verantwortung, die Gott Eltern gegeben hat. Diese Verantwortung macht mir persönlich manchmal Angst. Und ich muss sagen, bevor ich mein erstes Kind bekommen habe, wusste ich, war total verunsichert. Ich habe mich gefragt, schaffe ich das? Denn ich wusste, was der Maßstab, der Standard Gottes war. Und ich kannte mich gut genug. Und ich wusste, wie weit entfernt ich von diesem Standard bin. Aber ich habe schon gesagt, wir können uns aus der Nummer nicht rausnehmen. Wir können nicht erziehen. Sobald du Kinder hast, fängst du an zu erziehen. Bewusst oder unbewusst. Freiwillig oder unfreiwillig. Die Frage ist überhaupt, warum ist Erziehung eigentlich notwendig? Man könnte doch sagen, Mensch,
Lass das Kind einfach laufen. Es ist ein freier Mensch. Wir sind in Deutschland. Es ist eine Demokratie. Warum ist Erziehung notwendig? Das liegt an der Natur des Menschen. Die Bibel sagt uns in Sprüche 22, Vers 15, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Der Mensch ist ein gefallenes Wesen. Am Anfang hatten wir alle das Ebenbild Gottes in uns. Eine Erziehung wäre nicht so schwierig gewesen. Aber die Bibel sagt, wir werden geboren, das Herz ist von Anfang an, von Geburt an, gestört. Das Ebenbild Gottes ist gestört. Ja, Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Man muss kein Wissenschaftler sein, kein Psychologe sein, um diese Tatsache auch anzuerkennen. Wer schon Kinder hat oder schon mal gehabt hat, der weiß es ganz genau. Wer Kinder beobachtet, der weiß es. Ein Kind wächst auf und fängt an, einfach das andere Kind zu kratzen, sich rumzuspucken, irgendeinen Blödsinn zu machen, die Teller einfach wegzuschmeißen, die Dinge im Haushalt zu zerstören. Das bringt eben niemand bei. Das ist einfach tief in der Genetik drin, der Menschheit drin. Torheit steckt in jedem Menschen, in jedem Kind drin. Die Bibel sagt, die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Durch Disziplin, durch erzieherische Maßnahmen können wir dafür sorgen, dass diese Torheit, diese bösen Sachen, dass sie zumindest verringert werden. Zum Schutz des eigenen Kindes. Dann heißt es weiterhin in Sprüche 13, Vers 24, wer seine Rute spart, der hasst sein Kind. Wer es aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Kinder brauchen Züchtigung. Kinder brauchen Erziehung. Kinder brauchen Orientierung. Weil, wenn du sie auf sich allein gestellt lässt, werden sie sich selbst zerstören und andere zerstören. Das werden wir eben später sehen. Sie brauchen eine Kanalisierung. Sie brauchen Maße. Sie brauchen Regeln. Sie brauchen Schutz, Fürsorge. Das brauchen sie alles. Amen. Das Herz von Anfang an, das Ebenbild Gottes von Anfang an zerstört ist. Die ganze Frage ist, wie gehen wir vor, wenn wir erziehen wollen oder wenn wir richtig erziehen wollen? Hier könnte man Bücher schreiben. Es sind auch ganz viele Bücher auf dem Markt. Aber ich habe einige Punkte, 4, 5 Punkte für euch. Ich glaube, das erste, der allererste Schritt oder der allerwichtigste Aspekt in Erziehung ist, dass du ein Design brauchst. Du brauchst ein Erziehungsdesign. Ich erkläre mich. Gott arbeitet immer mit einem Design. Gott macht nichts ohne ein Design. Was ist ein Design? Design ist eine Vorstellung, eine konkrete Vorstellung dessen, was du erreichen möchtest, was du willst. Und für Erziehung brauchst du eine Vision. Wie siehst du deine Kinder in 20, in 30 Jahren? Dieses kleine Küken. Was soll aus diesem Menschen werden? Welche Werte sind dir am wichtigsten? Was muss unbedingt bei deinem Kind vorhanden sein? Du brauchst eine Vision. Der Vorteil von Vision ist, Vision gibt dir eine Linie, eine Erziehungslinie. Gibt dir Disziplin in deiner Erziehung. Und die Vision orientiert sich auch an Gottes Plan für jedes Kind. Gott hat einen bestimmten Plan für jedes Kind. Kinder sind unterschiedlich. Und ich brauche diese offene Erkenntnis. Was ist denn dieses Kind? Jesus kam in die Welt. Er war nicht irgendein Kind. Und Gott hat dafür gesorgt, dass Maria und Josef wussten von Anfang an, was das für ein Kind war. Und ich bin mir ganz sicher, sie haben Jesus nicht wie Josef und die anderen Brüder behandelt. Sie wussten, das ist der Messias. Und er braucht eine bestimmte, spezifische Förderung, spezifische Art von Erziehung. Wenn du keine Vision hast für deine Kinder, willst du einfach irgendwie erziehen. Halleluja. Suche Gott, frage Gott, was ist dein Plan, dein Gedanke für dieses Kind? Das nächste, was wir berücksichtigen sollen in guter Erziehung, ist die Eigenart oder die Individualität der Kinder. Es ist wichtig zu erkennen, Kinder sind unterschiedlich. Die kommen aus demselben Mutterleib, sind aber total unterschiedlich.
was Charakter angeht, Begabung angeht, wie sie sich ausdrücken, ihre Interessen, die sind total unterschiedlich. Und das sollten wir berücksichtigen, erkennen, respektieren und fördern und Kindern Selbstvertrauen einflößen, ihnen helfen, sich selbst zu erkennen und zu akzeptieren, wie sie sind. Wir sollten vor allem, das ist eine Kapitalsünde, vermeiden, Kinder mit anderen Kindern zu vergleichen. Die Bibel sagt, du bist einmalig und einzigartig gemacht. Mein Kind muss nicht sein wie das andere Kind. Mein Ältestes muss nicht sein wie das mittlere Kind. Jedes Kind ist anders. Vielleicht siehst du ein Kind, das Kind ist sehr gut in Fußball, sehr sportlich. Und dein Kind ist überhaupt nicht sportlich. Denk überhaupt nicht da dran, ist Stubenhocker. Und du magst aber sportliche Kinder. Du magst Druck. Guck mal doch, die Emily, die mag das Sport. Du sitzt doch hier zu Hause, guck doch. Oder du kennst, oder du hast 3, 4 Kinder und 3 davon sind sehr gut in der Schule und sie sind auf Gymnasium oder sind in der Grundschule. Du weißt, sie werden gymnasielle Empfehlungen bekommen. Und das andere ist, hat einfach seine Kämpfe. Und du pushst. Und das andere kommt immer, ist immer unter dem Regelstandard. Und sie sagen, aber deine Brüder, die sind immer über dem, aber du, warum? Das ist zerstörerisch. Das ist zerstörerisch für die Entwicklung der Kinder. Kinder müssen nicht gleich sein. Menschen, sie können niemals gleich sein. Erkenne die Unterschiede an. Und erkenne auch an, dass ein Kind Schwachheiten haben darf. Dein Kind muss kein Hero, kein Held sein. Er darf Schwachheiten haben. Er darf weniger haben in bestimmten Bereichen als andere Kinder, vielleicht als eigene Geschwister. Erkenne das an und hilf dem Kind, sich so zu akzeptieren, wie es ist, indem du das auch ausdrückst, ich liebe dich, wie du bist. Ja, ich weiß, es läuft nicht gut in der Schule, aber ich liebe dich unabhängig von deinen schulischen Leistungen. Du bist wertvoll, egal wie dein Zeugnis aussieht. Ich möchte aber nur, dass du dein Bestes gibst. So könnte man ein Kind ansprechen. Amen. Vielleicht hast du ein Kind, was nicht so aufgeschlossen ist, nicht viele Freunde hat. Du fängst an zu denken, das Kind sei unnormal. Ein Kind muss ja nicht so viele Freunde haben. Muss einfach nur dich fragen, ist das Kind glücklich, wie es ist? Muss doch nicht immer eingeladen werden und immer einladen und immer mit 1000 Kindern spielen. Hilf dem Kind einfach zu verstehen, du bist genügend, du bist wertvoll, du kannst nicht noch besser werden, was den Wert angeht. Du bist wertvoll und ich vergleiche dich mit niemandem. Gott vergleicht uns nicht. Wir Eltern machen oft den Fehler, dass wir Kinder untereinander manchmal bewusst, manchmal unbewusst vergleichen. Das ist ein Kapitalverbrechen. Das führt dazu, dass Kinder Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Dass das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug. Andere sind besser. Und auch im Erwachsenenalter haben sie diese Haltung. Und das verhindert, dass ihre Gaben, ihre wahre Persönlichkeit sich entfalten kann. Drittens. Kinder brauchen generell Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität. Und zu Sicherheit möchte ich sagen, was Kindern Sicherheit gibt, ist beispielsweise, wenn es weiß, die Eltern sind für mich da. Mein Vater ist für mich da, meine Mutter ist für mich da. Das gibt Kindern Sicherheit. Wenn ein Vater abwesend ist, dann fragt das Kind, warum ist mein Vater nicht da? Bin ich ihm vielleicht nicht gut genug? Hat er vielleicht Besseres zu tun? Hat er vielleicht Wichtigeres als mich in seinem Leben? Und das verunsichert das Kind. Was auch Kindern Sicherheit geben kann, ist, wenn die Eltern selbst sicher sind. Wenn du als Vater unsicher bist, dann verunsicherst du deine Kinder. Es gibt Eltern, die können keine Entscheidung treffen. Sie sollen entscheiden, auf welche Schule das Kind geht,
Kind, Kevin, sag doch mal, auf welche Schule möchtest du denn gehen? Und Kevin ist gerade mal 6 Jahre alt geworden. Wenn du als Vater insbesondere unsicher bist, das geht über auf die Kinder. Sie merken das und sie sind selber unsicher. Kinder brauchen Väter, die auf beiden Beinen im Leben stehen, emotional und psychologisch, die sicher sind, die wissen, was sie wollen. Amen. Vor allem Jungs, sie brauchen starke Väter. Papa, können wir Kopf, Armdrücken machen? Und wir Armdrücken, er will testen, ob du stark bist. Das gibt ihm Sicherheit. Und Kinder beobachten, wie gehst du mit Krisen um? Wenn eine Krise auftritt, wie gehst du damit um? Das, die Kinder sehen das. Das gibt ihnen Sicherheit oder das verunsichert sie. Halleluja. Und Stabilität ist für Kinder wichtig. Manche Eltern, sie ziehen jedes Jahr um. Du wohnst hier und das Kind gewöhnt sich an das Umfeld, baut vielleicht neue Beziehungen auf zu anderen Kindern und schon muss man umziehen. Vielleicht jobbedingt, manche Leute müssen jobbedingt viel umziehen. Und das ist zerstörerisch für die Kinder. Sie brauchen Stabilität. Auch Stabilität in der Beziehung zwischen den Eltern. Wenn Eltern On-Off-Beziehungen haben, das ist zerstörerisch für Kinder. Wenn sie wollen sehen, dass Eltern, dass sie eine harmonische Beziehung haben, man darf sich auch streiten, aber nicht, dass die Mutter sagt, ich ziehe jetzt aus. Na, und dann gehst du vielleicht eine Woche und dann kommst du zurück und dann immer in, out. Das ist auch für die Kinder, das verunsichert die Kinder total. Sie wollen ein stabiles Verhältnis zwischen Vater und Mutter. Was Kinder auch brauchen, ist Grenzen, sind Grenzen. Kinder, das gibt ihnen auch sicher, wenn man ihnen Grenzen aufzeigt. Dafür brauchen sie Regeln und vertraute Abläufe im Alltag. Ein Kind ohne Regel ist der Gefahr ausgeliefert. Ja, Kinder brauchen klare Regeln. Kinder brauchen aber auch Respekt. Kinder brauchen Vorbilder. Das ist auch mein nächster Punkt. Wir erziehen durch das, was wir sagen, aber auch durch das, was wir tun. Und was wir tun, hat viel mehr Effekt als das, was wir sagen. Kinder lernen durch Nachahmung. Du kannst viel, viel, viel reden. Das kommt hier. Ein Teil bleibt da, das meiste geht raus. Was bleibt, ist, was sie sehen. Wenn du rauchst, und dein Kind wird 15 und fängt an zu rauchen. Du erwischst ihn mit der Zimtstange und sagst, warum rauchst du denn? Du darfst das nicht. Dann lacht es sich kaputt innerlich. Du rauchst doch selber auch. Das funktioniert so nicht. Kinder tun, was sie sehen. Sie brauchen klare Vorbilder. Amen. Die sind einfach so beschaffen. Wir machen nach, was wir sehen. Mein fünfter Punkt ist Gebet. Erziehung ohne Gebet kann nicht wirklich gelingen im Sinne Gottes. Du brauchst Gebet für dich selbst. Wir haben ja gesehen, der Standard Gottes, der Maßstab ist wirklich hoch. Und aus eigener Kraft wird kein Mensch diesen Standard erfüllen können. Du sollst für dich beten, Herr, hilf mir. Herr, verändere mich. Jeder kennt seine Schwächen. Vielleicht ist es dein Gemüt, deine Emotionen, dass du schnell ausflippst, ungeduldig bist und ganz schnell eben irgendwelche Worte von dir gibst, die Kinder verletzen. Bete für deine Schwächen. Bete, dass Gott dir Gnade schenkt, dass er deinen Charakter verändert. Wenn du merkst, du bist ein unsicherer Mensch, bete, sag, Herr, gib mir Sicherheit. Ich möchte eine sichere Persönlichkeit haben. Und Gott wird dir helfen. Er wird dich nach seinem Ebenbild nach und nach verändern. Amen. Bete für die Kinder. Wichtig. Allein durch mein Vorbild kann ich es nicht erreichen, dass die Kinder das Ebenbild Gottes übernehmen. Ich brauche das Wirken des Heiligen Geistes. Ich bete und befehle Gott meinen Kindern an. Denn wenn mein Kind mein Haus verlässt und die Schule geht, dann weiß ich gar nicht,
was er alles erlebt, was er alles hört und sieht. Aber wenn ich ihm in Gottes Hand lege, dann weiß ich, Gott schützt mein Kind. Wenn mein Kind unterwegs ist, es kann alles passieren, es kann ein Unfall passieren, er kann falsche Freunde kennenlernen, er kann irgendwas sehen, was seine Seele stört und zerstört, irgendwas hören, was seine Persönlichkeit zerstört und stört. Aber mit meinen Gebeten sind meine Kinder geschützt. Und Gott ist treu. Amen? Amen? Gebete bewirken, dass da, wo ich meine Grenzen erreicht habe, dass Gott übernimmt und die Arbeit weiterführt. Denn ich kann nicht überall meinen Kindern sein. Auch, ja, manche sind Helikoptereltern, aber auch Helikoptereltern können nicht überall bei den Kindern sein. Sie können nicht alles kontrollieren, was sie sehen und hören und tun. Aber Gott ist überall, er ist allgegenwärtig. Und wir können unseren Kindern auch nicht alles geben, was wir geben sollten. Du hast irgendwo deine Grenzen. Ein Gebet übergibt Gott das Zepter, sagt Herr, bis hierhin konnte ich, jetzt bin ich eingeschränkt, jetzt sollst du bitte weitermachen. Das ist dein Kind, das ist deine Tochter, das ist dein Sohn. Kümmere du dich um ihn oder um sie und sorge selber dafür, dass dein Wille geschehe in seinem oder in ihrem Leben. Und Gott wird es treueweise tun. Das Gebet der Eltern hat eine besondere Autorität, genießt besondere Aufmerksamkeit im Himmel. Warum? Weil wir Mitarbeiter Gottes sind, damit seine Pläne sich im Leben der Kinder erfüllen. Amen. Wenn du Vater, Mutter bist, sei nicht sparsam mit Gebeten für deine Kinder. Und keins deiner Gebete wird verloren gehen. Es mag sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis du die Erfüllung oder die Erhörung siehst, aber Gott vergisst kein Gebet der Eltern für ihre Kinder. Bete regelmäßig für deine Kinder. Segne deine Kinder. Vor allem im Alten Testament haben wir die Praxis, dass die Väter Israels, die haben ihre Kinder mit Handauflegung gesegnet. Na, auch das hat Power. Übe das zu Hause, kultiviere das. Lege deinen Kindern deine Hände. Diese Hände, die sind ein Kanal Gottes, wenn du Vater oder Mutter bist, um seinen Segen ins Leben deiner Kinder zu übertragen. Lege ihnen die Hände auf und sprich Gutes über sie aus. Segne sie, proklamiere alles, was Gutes in dein Herz kommt. Proklamiere es über deine Kinder. Das wird in Erfüllung gehen. Mach es im Glauben. Amen. Das Segensgebet der Väter hat eine besondere Power. Du kannst in ihr Leben hineinsprechen, ihre Zukunft hineinsprechen. Es gibt viele Bibelverse, die man benutzen kann. Zum Beispiel in 5. Mose heißt es, du sollst der Kopf sein, nicht der Schwanz. Du sollst vorne sein, nicht hinten. Du sollst oben sein und nicht unten. Segne deine Kinder. Übrigens, das machen die Juden jeden Samstag am Sabbattag. Familien kommen zusammen und der Vater legt seine Hände auf seine Kinder und spricht Segen aus. Sie machen Abraham, Isaac und Jakob nach. Und das ist mit ein Grund, warum die Juden so erfolgreich sind. Mit ein Grund, nicht der einzige. Weil diese Segenslinie, dieser Segen der Väter von Generation zu Generation geht. Jeden Samstag am Sabbat machen sie das. Die haben bestimmte Bibelverse, die für Mädchen oder Frauen aussprechen und bestimmte für Männer. Bete mit den Kindern. Zusammen. Auch das versäumen wir oft. Weil der Alltag so betriebsam ist. Wir sind froh, wenn sie im Bett sind. Ach, weil wir sie noch klein sind. Aber kultiviere die Gewohnheit, mit den Kindern zusammen zu beten. Ich weiß noch, gestern bei uns im Wohnzimmer, wir haben Samstag mit Familienandacht, 10 Uhr. Ich habe meinen Kindern gesagt, komm, wir gehen auf unsere Knien und wir beten. Ich habe gesagt, wir fangen an mit Anbetung. Was ist Anbetung? Ja, Gott Komplimente machen, super. So, welche Komplimente kann man Gott machen? Ja, du bist gut, du bist treu, du bist wunderbar, super. Wir fangen an. Ich habe vorgemacht, aber so betet man an. Sie haben auch nachgemacht. Das war so schön. Bete mit deinen Kindern.
Und es ist gut, wenn deine Kinder dich beten sehen. Es ist gut, wenn deine Kinder dich auf deinen Knien sehen. Und die wissen, es gibt einen Stärkeren als Papa, einen Stärkeren als Mama. Wenn es nicht mehr geht, dann kann ich zu ihm gehen. Ich habe einmal gesehen, wie Papa gebetet hat. Ich werde auch beten. Amen. Bete mit den Kindern zusammen. Denk nicht, ah, er ist noch zu klein. Nein. Kinder sind schlauer, als wir denken. Geistlicher, als wir denken. Sensibler für geistige Realitäten, als wir denken. Es ist nie zu früh. Nie zu früh. Das ist mein kleiner Sam. Ich bin immer berührt, wenn er betet. Berührt. Wahnsinn. Seine Mutter ist ihm, seine Oma ist im Rollstuhl. Er betet, sie betet, Herr, wir wollen, dass Oma aus dem Rollstuhl kommt. Ich habe diesen Glauben, ich habe die Kinder glauben das. Und ich glaube, dass Gott das ernst nimmt. Amen. Wenn deine Kinder dich niemals beten sehen, werden sie auch selber keine Beter sein. Lies die Bibel mit deinen Kindern zusammen, dass sie sehen, wie du Bibel liest. Das ist diese Vorbildfunktion. Das wird sie inspirieren. Lehre ihnen das Wort Gottes. Eltern sollen Lehrer sein im Wort Gottes. Je nachdem, wie alt sie sind, ja, nehmt mal die Bibel, setzt euch mit ihnen zusammen, nehmt eine Portion, lest zusammen, tauscht euch aus darüber. Auch das machen wir in unserer Familienandacht. Oft dürfen Kinder selber eine Portion der Schrift aussuchen. Dann lasse ich sie vorlesen. Dann frage ich, was versteht ihr? Was bedeutet das für euch? Das ist interessant, was da rauskommt. Jeder sagt. Und dann sage ich, wie können wir das im Alltag umsetzen? Gestern hatten wir das Thema aus Johannes 13, wie Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und dann haben wir daraus gelernt, Gott will, dass wir einander dienen. Dann habe ich gefragt, wie geht denn dienen? Wie kannst du deinem Bruder dienen? Ja, indem ich irgendwas für ihn mache. Und das haben wir den ganzen Tag gestern auch uns gegenseitig beobachten, ermutigt. Hey, wir haben gesagt, wir sollen dienen. So können Kinder lernen, es ist nie zu früh. Und das werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch später, wenn sie selber Eltern sind, mit ihren Kindern machen. Und so geht das von Generation zu Generation. Halleluja. Ich fasse mich zusammen, um zum Schluss zu kommen. Den nächsten Teil machen wir nächste Woche. Da werden wir sehen, welche Fehler wir oft in Erziehung machen. Am Beispiel Davids, der ein Hero war als König. Aber ich werde es sehen, als Vater nicht unbedingt als Hero zu bezeichnen. Wir werden aus seinen Fehlern lernen, gucken, wie wir das auf unseren Alltag übertragen können. Aber für heute habe ich gesagt, Erziehung ist von Anfang an der Wille Gottes. Gott hat zwei Menschen geschaffen. Und durch die zwei sollten noch weitere dazukommen, die Erde sollte gefüllt werden. Und Gott hat diesen Menschen die Vollmacht übertragen, sein Ebenbild oder die Aufgabe, sein Ebenbild zu übertragen, damit andere von ihnen lernen, wie Gott will, dass gelebt wird. Und damit das Potenzial in den nachkommenden Kindern entfalten werden kann, damit der Plan Gottes in den nachfolgenden Kindern in Erfüllung gehen kann. Ich habe gesagt, so gesehen sind Eltern Mitarbeiter Gottes. Und das ist ein großes Privileg, ein großes Vorrecht. Wir dürfen Menschen, Persönlichkeiten mit Gott zusammen mitgestalten. Wir dürfen mitentscheiden, was aus einem Menschen werden soll. Und das tun wir, ob wir wollen oder nicht, ob es uns bewusst ist oder nicht. Ich habe gesagt, wir können nicht erziehen. Wir erziehen. Sobald du Kinder hast, ist diese Aufgabe da. Du fängst an zu erziehen. Passiv oder aktiv. Aber Gott will, dass wir aktiv erziehen. Ich habe gesagt, wir brauchen dafür eine Vision. Wir brauchen ein Design. Welche Vorstellung hast du von deinen Kindern? Was wünschst du dir, dass aus ihnen werden soll? Was ist der Plan Gottes? Wenn du ein Design hast, hast du auch eine Erziehungslinie. Und du bist auch konsequent in deiner Linie. Du weißt, was dazu passt oder nicht. Und was dazu passt, nimmst du, was nicht, nimmst du nicht. Ich habe gesagt, wir sollten auch die Eigenart
und die Persönlichkeit der Kinder berücksichtigen in unsere Erziehungsaufgabe. Und Kinder sind unterschiedlich, bewusst von Gott so gemacht. Jedes Kind ist gut, wie Gott es gemacht hat. Wir sollen das anerkennen, was sie an Gaben haben, an Persönlichkeit haben, an Interessen haben und auch diese werten und würdigen und fördern und Bestätigung geben. Und Kinder brauchen Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Stabilität, Grenzen, Orientierung. Die brauchen Affirmation, Lob, Aufmerksamkeit. Die brauchen Respekt und Würdigkeit. Vor allem brauchen sie Vorbilder. Ein Vorbild ist ein Bild, was gemalt, was vorgehalten wird. Und das ist übrigens das, was Gott sich von Erziehung verspricht, dass wir das Ebenbild Gottes den Kindern vorhalten, dass sie sehen, so, aha, so soll das sein. Denn Gott ist unsichtbar, Gott kann man nicht anfassen. Und er will, dass Menschen, dass Eltern eine Art Ebenbild Gottes sein sollen für ihre Kinder. Dass wenn sie die Eltern angesehen haben, dass sie durch die Eltern Gott sehen. Und die Eltern sollen den Kindern den Zugang zu Gott erleichtern. Riesenverantwortung. Riesenverantwortung. Diese Verantwortung können wir nur mit Gottes Hilfe wahrnehmen. Deswegen war mein letzter Punkt Gebet. Bete für dich selbst um Gnade. Bete für deine Kinder. Bete mit deinen Kindern zusammen. Bring ihnen das Wort Gottes bei. Denn deine Worte allein werden nicht ausreichen. Sie brauchen das Wort Gottes. Das hilft, ihren Charakter, ihre Persönlichkeit mitzuprägen. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns überhaupt so viel Vertrauen schenkst. Du sagst, Kinder sind das Erbe des Herrn. Und dennoch vertraust du uns dieses Erbe an, obwohl du weißt, dass wir so schwach sind, so begrenzt sind. Uns ist bewusst, Herr, dass wir diese Aufgabe ohne dich nicht wahrnehmen können, wie du es willst. Wir brauchen deine Gnade. Wir tun viel, aber das reicht nicht immer. Bitte hilf uns. Hilf uns, Jesus. Hilf uns, Herr. Hilf uns. Verändere uns, verändere mich, Herr. Nach deinem Ebenbild, jeden Tag mehr. Gib mir Weisheit, Herr. Weisheit im Umgang mit meinen Kindern. Hilf mir zu erkennen, was dein Plan ist für meine Kinder. Hilf mir zu erkennen, wie wertvoll sie sind. Hilf mir, Herr, die richtigen Worte zu finden. Die richtige Ansprache zu finden. Hilf mir, ein Vorbild zu sein, auf mich selbst Acht zu geben, Herr. Ein Vorbild zu sein, in meinen Worten. Ein Vorbild zu sein in meinem Verhalten. Ein Vorbild zu sein in jeder Hinsicht, Herr. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Wir wollen beten, da wo wir bisher Fehler gemacht haben, dass du Heilung bringst, dass du Vergebung schenkst, dass du Wiederherstellung von Beziehungen möglich machst, Herr. Dass du Frieden in unsere Familien bringst, Herr. Wir wollen, dass unsere Familien ein Schatten des Himmels ist, Herr. Wo Liebe fließt, wo Geborgenheit ist, wo Schutz und Sicherheit sind, Herr. Wo unsere Kinder sich entfalten können und zu den Menschen werden, die du dir ausgedacht hast, als du sie geschaffen hast. Bringe Frieden in unsere Familie. Alles, was den Frieden stört oder zerstört, wir beten, dass du rausnimmst, Herr. Dass du rausnimmst, dass du uns einen Shalom schenkst in unseren Ehen, Herr. Schenke Harmonie und Stabilität in unseren Ehen, Herr. Emotionale Stabilität. Oh, wir empfangen deine Gnade heute, Herr. Wir empfangen deine Gnade. Und wir sprechen aus, dass wir erfolgreich sein werden in unserer Erziehung. Denn du erfüllst uns mit Weisheit, mit Verstand, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen.